Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. Schwabensager hat den alten und neuen Stadtmeister vor der Kamera. Dennis Gilk, der Trainer, der heute selber nicht gespielt hat. Trotzdem hat es zur Titelverteidigung gelangt. Dennis, erfolgreich die Titelverteidigung, glücklich darüber? Ja, natürlich. Man kann der Mannschaft bloß ein ganz großes Kompliment machen. Wir hatten eigentlich dieses Jahr in der Halle ja den Schwerpunkt eher auf unser eigenes und die schwäbische Vorrunde gesetzt, wollten jetzt uns dann eigentlich wieder in Richtung Rückrunde vorbereiten. Und heute hat es nicht ganz so gut angefangen im ersten Spiel, ja, wo wir doch gegen die Türken verdientermaßen 4-0 verloren haben. Aber die Mannschaft hat dann super den Bogen bekommen und ja, jetzt freuen wir uns einfach, dass wir den Titel verteidigen konnten. Damit haben wir nicht gerechnet, nicht unbedingt, weil das Teilnehmerfeld dieses Jahr sehr stark war in der Endrunde und wollen einfach den Schwung dann für draußen mitnehmen. Dennis, viel Erfolg, herzlichen Glückwunsch und feiert noch ein bisschen. Danke dir. Papstdorf, alter und neuer Stadtmeister, der König in Augsburg heißt TSV Hohenstetten. Maßgeblich dazu beigetragen hast du mit vielen Glanzparaden jetzt im Finale und in der Verlängerung. Glücklich über den Erfolg? Auf jeden Fall, ja, definitiv. Anfangs lief es nicht so gut und ja, dann haben wir uns gut zurückgekämpft und verdient gewonnen. Alter und neuer Stadtmeister, warum fühlt ihr euch gerade in der Halle so wohl? Das kann ich nicht sagen, so lange bin ich noch nicht da. Also wir sind eine super Mannschaft, kameradschaftlich passt sehr gut. Also ich glaube, das ist ein großer Grund dafür, dass es so gut in der Halle läuft. Frank, herzlichen Glückwunsch, feiert noch ein bisschen und schönen Tag noch. Danke dir. Vielen Dank. Also, ciao.